Vorher war ich 17 Jahre beim Bäcker. Das fand ich nachher immer diese Einöde, dass es immer dasselbe war. Und dann bin ich eines Tages nach Hause gefahren und vor mir fuhr der Bus und hinten stand dann drauf, weil du es kannst. Schon mega so ein Teil dann zu fahren, habe ich gedacht, ich versuch's mal, ne? Was mich an diesem Job reizt, ist ja nicht jeden Tag das Gleiche wie beim Bäcker. Jeden Tag die Brötchen drehen, jeden Tag 15 Mohn, 10 Sesam, das weiß man ja schon auf dem FF. Und bei der VHH ist es eben halt so, wenn du da die Linien fährst, du fährst ja nicht jeden Tag die 29. Auch wenn du sie, was weiß ich, fünfmal hintereinander fahren solltest, ist sie ja jedes Mal anders, weil der Verkehr anders ist. Hinter jeder Kurve weißt du ja nicht, was da passiert, ne? Und das ist eben halt die Herausforderung auch. Und die Fahrgäste. Ich kann den Bus manchmal besser parken wie mein Auto. Das ist einfach. Eine Freundin hatte ich. Ja, ich sag, komm, ne, das bringt richtig Spaß und so. Mach das, ne? Und das ist ein sicherer Job. Jetzt gerade Corona-Zeit hat man das gesehen. Beim Bäcker hätte sie mich in Kurzarbeit oder nach Hause geschickt, weil sie mich hätte nicht zahlen können. Ich sag, die Leute sind super nett. Und dann sagt sie, ja gut, okay. Die fährt jetzt auch alleine schon, ist schon seit einem halben Jahr dabei. Also jetzt seit über einem Jahr, seit einem halben Jahr fährt sie alleine. Sie ist begeistert, ne? Sie macht das auch gerne. Und dann treffen wir uns immer auf dem Bus und winken uns oder grüßen uns denn, ne? Das ist schon gut.